Sie sind auf dem Weg nach Hause, als es passiert. Ein Ehepaar aus Finnland kommt mit seinem Wohnmobil kurz vor dem Autobahndreieck Hannover Nord an einem Stauende zum Stehen, als ein Sattelzug von hinten anrauscht. Ungebremst kracht das tonnenschwere Gefährt auf das Wohnmobil und schiebt die Camper auf einen davorstehenden LKW. Die beiden Urlauber haben keine Chance. Es war ein Bild der Verwüstung, ein Auffahrunfall mit fatalen Folgen. Ein finnisches Ehepaar kam offenbar aus dem Urlaub und befand sich auf dem Heimweg, als es in diesen Stau geriet. Der Fahrer des Wohnmobils bremste zwar noch rechtzeitig, doch der nachfolgende Lastwagenfahrer bemerkte den Stau zu spät. Ungebremst krachte er auf das Wohnmobil und schob es auf den Vordermann. Für das Ehepaar kam jede Hilfe zu spät. Durch den Aufprall wurde das Wohnmobil so stark deformiert, dass der Aufbau, das Dach des Wohnmobils auf den davorliegenden Mullenkipper geschoben wurde und die beiden Insassen, ein Herr und eine Dame, eingeklemmt wurden und leider vor Ort verstorben sind. Solche Auffahrunfälle passieren immer wieder. Hauptgrund ist Unaufmerksamkeit der Fahrer. Die Kölner Autobahnpolizei beobachtet das immer wieder. Die 50 Meter, die einzuhalten sind, werden oftmals unterschritten. In Verbindung mit Abgelenktheit im Fahrerhaus. Ja, die Fahrer die haben ein automatisiertes Getriebe, Tempomat. Es wird dann langweilig, die haben nicht mehr viel zu tun. Ja, und dann geht's los mit anderen Tätigkeiten. Der ADAC hat in einem Crashtest simuliert, was bei einem Auffahrunfall passiert. Sein Rat: Schauen Sie auch in den Rückspiegel. Da wirklich aufmerksam den rückwärtigen Verkehr beobachten und im Zweifel auch wirklich die Entscheidung treffen, da wegzufahren. Ein Rat, der nicht immer umzusetzen ist. Dieses Ehepaar hatte keine Ausweichchance. Deshalb appelliert die Polizei an die Fahrer: Wahren Sie den nötigen Abstand. Abstand, Abstand, Abstand. Der ist einzuhalten. Das ist hier wohl offensichtlich nicht passiert. Das Unfalllagebild ist auch für einen, sagen wir mal, älteren Polizeibeamten wie mich erschreckend. Der LKW-Fahrer ist schwer verletzt. Die Polizei rekonstruiert nun den genauen Unfallhergang.